Ach Leute, wisst ihr noch damals am 11. Januar 2022 im Morgenmagazin? Aber man muss halt aufpassen, mit wem geht man dort und lässt man das, was da an Hass und Hetze oder auch an Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten stattfindet, dann auch gegen sich gelten. Deswegen, das Demonstrationsgeschehen ist sehr heterogen, aber man muss eben sich auch fragen lassen, mit wem geht man da auf die Straße? Und das sind halt schon wichtige Fragen dieser Tage. Ja, das sind schon wichtige Fragen dieser Tage. Merke, sobald man irgendwo mitläuft, wo es darum geht, die Regierung zu kritisieren, muss man sich ständig umschauen, wer denn da mitläuft und sich dabei schlecht fühlen und die Veranstaltung schnell verlassen und am besten nie wiederkommen. Aber wenn es um etwas geht, was die Regierung gut findet, no border, no nation, real liberation. Da ist das vollkommen egal, wer dabei ist. Auch wenn man als Innenministerin höchstpersönlich dort die Liebe und die Freiheit feiert. Und damit herzlich willkommen zu Nancy Faeser auf dem CSD in Frankfurt. Hallo! Liebe Freunde und willkommen zu Clownies. Es ist okay, wenn wir das machen, Welt. Ich bin immer wieder überrascht, was wir in den letzten Jahren überstehen mussten. Es war ein dystopischer Fiebertraum, der einer Mischung aus Brave New World und George Orwells 1984 gleichte. Damals am 11.01.22 wandte sich Nancy Faeser mit einem mahnenden und höchst demokratischen Appell an die Bürger dieses Landes. Aber wir verzeichnen leider auch regional einen sehr großen Zulauf der Rechtsextremisten und das bereitet uns schon Sorge. Dass man sich auch fragt, mit wem geht man da eigentlich auf die Straße? Aber man muss halt aufpassen, mit wem geht man dort und lässt man das, was da an Hass und Hetze oder auch an Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Beamten stattfindet, dann auch gegen sich gelten. Aber man muss eben sich auch fragen lassen, mit wem geht man da auf die Straße? Und das sind halt schon wichtige Fragen dieser Tage. Ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Was muss man sich fragen? Dass man sich auch fragt, mit wem geht man da eigentlich auf die Straße? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, danke. Die Abneigung derer, die sich erdreisteten, gegen die Einschränkung ihrer Grundrechte auf die Straße zu gehen, wurden zunehmend unangenehmer für die öffentliche Meinung und Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Regierung. Man machte in dieser Zeit, um die öffentliche Meinung wieder in rechte, und damit meine ich autoritär linke Bahnen zu lenken, Gebrauch von einem Framing-Arsenal, das ich in dieser Art und Ausprägung nur bislang selten zu Gesicht bekommen hatte. Auch hierüber könnte ich jetzt stundenlang in dunkler Nostalgie verfallen. Eine Sache sei aber trotzdem gesagt: Man sollte solidarisch sein, aber nur mit den richtigen Menschen. Der Grundgedanke einer Demonstration, gemeinsam für eine Sache auf die Straße zu gehen, wurde in beeindruckender Weise neu definiert. Auf einmal sollte es den Bürgern nicht mehr um das übergeordnete Ziel gehen, sondern darum, ob abseits vom Sinn der Demo auch alle, die mitgehen, auch die von der Regierung gut geheißenen politischen Einstellungen vertreten. Wie Naturfotografen bei National Geographic, die stundenlang kampieren, um einen Kolibri beim Nektarschlürfen zu fotografieren, lechzten die Journalisten nach der einen Person auf der Demo, die eine Flagge trägt, die nötigen Kriterien erfüllte, um die ganze Veranstaltung als eine radikalisierte Querfront der Verfassungsfeindlichkeit heraufzustilisieren, um von der Aussage der Demo abzulenken. Die Strategie war so einfach wie auch effektiv. Das öffentliche Bild, das man zeichnete, sollte die eindämmende Wirkung entfalten, dass sich niemand traut zu demonstrieren, denn man will ja nicht gesehen und fotografiert werden mit Leuten, deren Meinung die breite Masse ablehnt. Man wollte die Proteste klein halten, Ängste schüren vor der Kontaktschuld, wobei die Ziele, für die man demonstrierte, lediglich von dem Willen freier Selbstbestimmung und Grundrechtstreue geprägt waren. Der Tenor, den Frau Faeser als eine von vielen Stimmen hier anstimmt, ist simpel. Man muss immer schauen, mit wem man da auf die Straße geht und mit wem man sich solidarisiert. Durch seine bloße Anwesenheit tut man das nämlich mit allen individuellen Weltanschauungen in den Köpfen der Leute. Muss man wissen. Die wirkliche Bedeutung dieses Appells ist aber klar. Nur verwerfliche Menschen mit verwerflichen Einstellungen gehen damit und du bist
bist auch, wenn du nicht so denkst, wie der eine da mit der Flagge, kein Stück besser. Daher bleib zu Hause und lass dir stattdessen alles gefallen, was wir hier am Grundgesetz vorbeidiktieren. Aber man muss eben sich auch fragen lassen, mit wem geht man da auf die Straße? All das gilt anscheinend jedoch nur, wenn das Ziel regierungskritisch ist. Messen wir Frau Faeser doch heute einmal an ihren eigenen Ansprüchen. Mit wem läuft man denn höchst selbst mit? Wir springen in die Gegenwart. Es ist der 15. Juli. CSD Frankfurt am Main feiert seine Buntheit und prominent dabei ist Frau Faeser, unsere Innenministerin und Dienstherrin der Bundespolizei. Man lässt sich als Ellie posierend ablichten, man fährt auf Wagen mit und zeigt sich präsent, denn schließlich kandidiert Faeser auch für die Landtagswahl im Herbst für die SPD in Hessen. Daher wäre es unklug, diese Gelegenheit für weltoffene PR verstreichen zu lassen, das ist natürlich klar. Neben verschiedenen erwarteten Teilnehmergruppen, die waren nämlich auch sehr bunt, fallen jedoch zwei dieser Gruppen besonders auf. Zum einen wäre da die Polizei, die sich entgegen der neutralen Ordnungsaufgaben dazu entscheidet, mit einem durch die Progressive Pride Flag verzierten Streifenwagen an der Veranstaltung teilzunehmen. Tja, ich muss an der Stelle sagen, es waren noch nie gute Neuigkeiten für die Neutralität der Exekutive in einem Land und damit für die Menschen eines Landes, wenn sie sich mit Symbolen politischer Ideologie schmückt. Aber gut, dass man jetzt weiß, woran man ist, ist an dieser Stelle klar. Den Beweis dafür, dass es sich hier nicht nur um Virtue Signaling handelt, sondern um ein nach außen Tragen der Sympathie und parteiischen Gesinnung, werde ich heute erbringen. Zu diesem Zwecke müssen wir uns die zweite auffällige Gruppe zu Gemüte führen, deren Mitlaufen beim CSD Frau Faeser nicht distanzierungswürdig erscheint. Da ist er, der Doppelstandard. Es ist natürlich das Konglomerat der Antifa. Lautstark blökt man No Borders, No Nation, Queer Liberation, macht also seine nationalstaatsfeindliche Gesinnung lautstark und selbstsicher für die Öffentlichkeit klar. Damit hat auf dem CSD offensichtlich keiner ein Problem. Ist das demokratisch, Frau Faeser? Sollten Sie da nicht einen Appell an die Demonstranten senden, wie damals? Dass man sich auch fragt, mit wem geht man da eigentlich auf die Straße? Die Frage kann ich mir eigentlich auch sparen, das ist auch klar. Denn schließlich schrieb sie selbst schon für das Magazin Antifa einen Gastbeitrag in dem Magazin der VVN-BDA, die den demokratischen Parlamentarismus als faschistisch ansieht und diesen deswegen abschaffen will. Tja, nach so etwas wird man aber trotzdem Innenministerin eines Landes mit Parlament. Auch trägt man einschlägige Banner wie das hier, No Cops at Pride, also keine Polizisten bei der Pride Parade, oder Bildet Banden, also der Aufruf, sich zum Üben von Selbstjustiz zu organisieren, und Abolish the Police, also die Polizei abschaffen. Auch höchst demokratisch. Und unten dann Queers Fight Back. Zu Deutsch, nicht Heteros kämpft gegen die Polizei in organisierten Banden. Tja, viele der Teilnehmer sind vermummt auch mit Regenbogen-Strumpfmasken und die Phrase ACAB wird nicht nur auf Schildern, sondern auch auf Körpern als offenes Bekenntnis des Hasses gegen die Ordnungshüter getragen. Nun, was passiert also? 1-Million-Euro-Frage, wenn diese Teilnehmer und diese Teilnehmer aufeinandertreffen. Eine Antwort darauf finden wir in einem Tweet der Polizei Frankfurt vom selben Tag. In Höhe des Eschenheimer Tors wurde unser Streifenwagen als Teilnehmer des Aufzugs von einzelnen Teilnehmenden aus dem Aufzug heraus angegriffen. Was ist da denn passiert? Und man benennt übrigens Ross und Reiter nicht. Wer kann das denn gewesen sein? Vielleicht diese Leute hier? Doch der absolute Clownswelt-Peak wird beim zweiten Teil des Tweets erreicht. Um einen weiteren störungsfreien Verlauf zu gewährleisten, haben wir den Streifenwagen aus der Demo entfernt. Ich meine, das müsst ihr euch mal reingeben. Der Streifenwagen und die darin sitzenden Beamten, die doch so sehr mit Progressive Pride Flags gefallen wollen, werden nicht nur angegriffen, man entscheidet sich demütig und gehorsam als Reaktion darauf, den Streifenwagen aus der Demo zu entfernen, um einen störungsfreien Verlauf zu gewährleisten. Ach, ihr wollt uns nicht hier haben? Okay, dann gehen wir. Tut uns sehr, sehr leid, bitte tut uns nicht weh. Also Leute, das ist kein Armutszeugnis mehr, das ist eine Verneigung vor dem heiligen Zeitgeist. Offensichtlicher könnte es nicht sein. Es ist vollkommen klar, was hier hätte passieren sollen. Veranstaltung auflösen und die Angreifer festnehmen. Jedoch hätte das definitiv unangenehme Bilder verursacht. Man stelle sich vor, die Polizei würde auf einem CSD einen queeren Teilnehmer mit Antifa-Pride-Flag festnehmen. Das wären Bilder, die zu Sondersendungen bei Anne Will, Maischberger und Lanz geführt hätten. Bei Hart aber fair würde man mit Politikern und Polizeivertretung über eine politische Neustrukturierung der Dienstbehörden in Frankfurt oder am besten
müssten ganz Deutschland diskutieren. Mehrere Demonstrationen würden stattfinden, die die Abschaffung der Polizei fordern. Brandschatzend würde man parallel durch die Straßen Berlins ziehen. Und im Bundestag würde eine Clowns-Debatte ausbrechen, die seinesgleichen sucht. In einem weiteren Tweet schreibt die Polizei übrigens Folgendes. Hier sagt jemand, es tut ihm leid, dass er aus der Community kommt, aus der heraus hier auch angegriffen wurde. Sie seien immer noch Teil von LGBTQIA, also die Polizei. Die Polizei antwortet dann, danke, wir haben den Weg des geringsten Widerstands gewählt, um die Demo störungsfrei zu halten. Bitte tut uns nichts. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Ach, ich wusste gar nicht, dass es die Aufgabe der Polizei ist, den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen. Ist nicht eher Gegenteiliges eure Aufgabe? Ich meine, ehrlich ist man ja an dieser Stelle wenigstens. Angreifer gewähren zu lassen und sich nicht gegen die als gut gelesenen Demonstranten zu stellen, um unangenehme Bilder zu vermeiden, die die Bevölkerung verunsichern könnten, ist mit Sicherheit der Weg des geringsten Widerstandes. Genauso wie die Flagge, mit der sich eben die schmücken, die diese Tat begangen haben, vor die eigenen Dienstgebäude zu hängen. Wir wissen natürlich nicht, ob Frau Faeser wusste, wer da mitläuft. Sicherlich hätte sie die Veranstaltung direkt verlassen, wenn sie die Banner gesehen hätte, die Parolen dreschen, die so eindeutig gegen den Rechtsstaat sind, wie sie nur sein können. Das ist natürlich vollkommen klar. Vielleicht lesen wir ja eine klare Distanzierung von den Linksextremen auf dem CSD in ihrem halbherzigen Tweet zum Ereignis. Nancy Faeser. Diejenigen anzugreifen, die ein friedliches und sicheres Fest ermöglichen, ist absolut inakzeptabel. Ich danke der Polizei für ihren Einsatz hier am heutigen CSD Frankfurt. Yo, Kiddos, das ist inakzeptabel. Und mehr lesen wir halt nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass eine AI programmiert wurde, um solche auf das Mindeste reduzierte halbherzige Statements zu generieren. Keine Distanzierung von einschlägigen Parolengrölern oder Bannerträgern. Wie war das eigentlich damals, Frau Faeser? Dass man sich auch fragt, mit wem geht man da eigentlich auf die Straße? Ach ja, man muss aufpassen, mit wem man da marschiert. Ja. Jedenfalls scheint noch nicht die gesamte Behörde durch den Zeitgeist korrumpiert zu sein. Gegenüber News äußert sich der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft relativ deutlich. Heiko Teggerts, Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, ist entsetzt. Zitat, bei allem Respekt für den Einsatz der Ministerin für Menschenrechte und Toleranz, das geht eindeutig zu weit, so Teggerts am Montagvormittag zu News. Eine Bundesinnenministerin, die mit Polizeihassern marschiert, mir fehlen die Worte. Mit dieser Aktion dürften nun auch die letzten Polizistinnen und Polizisten in Deutschland das Vertrauen in diese Ministerin verloren haben. Jetzt ist belegt, was viele bereits nach der verbalen Entgleisung von Vizekanzler Habeck vermuteten, als er die Polizei als bewaffnetes Rollkommando bezeichnete. Die Politik ist geprägt von Misstrauen und Verachtung gegenüber meinen Kollegen. Ja, Herr Teggerts, diesen Eindruck könnte man bekommen. Und was gedenken Sie zu tun? Was genau gedenken Sie zu tun? Die Antwort ist nichts, weil man nichts tun kann, denn die Bundespolizei ist schließlich auch Frau Faeser unterstellt. Polizisten dürfen ihre Dienstkleidung bei politischen Veranstaltungen nicht tragen. Okay, gelernt in der Causa Pechstein. Sie dürfen aber jederzeit ihre Dienstwagen zu politischen Zwecken umgestalten, etwa mittels Progressive Pride Flag. Ja? Ja, Alexander, da hast du recht. Wir erinnern uns noch an den Skandal mit Frau Pechstein, die sich gegen Gendersprache und für das traditionelle Familienbild bei einer CDU-Veranstaltung aussprach. Da hat es Ärger gegeben, um es vorsichtig zu formulieren. Wir erinnern uns auch noch an die Beamtin, die sich erdreistet hat, bei einem der Proteste der vergangenen Jahre ein Herz gegenüber den Demonstranten mit der Hand als Geste zu symbolisieren. Auch darüber hat man sich natürlich übelst skandalisiert. Ich meine jetzt mal Butter bei die Fische, die Sache wird hier relativ eindeutig. Es gibt keine Neutralität in den Behörden. Worte wie Demokratieschutz oder Verfassungsfeindlichkeit sind nur noch leere Worthülsen, die instrumentalisiert werden, um unangenehme Meinungen zu unterdrücken. Es ist immer wichtig zu schauen, mit wem man marschiert, wenn einem das Ziel der Demonstration nicht besonders gut in den Kram passt. Wenn die Demonstration aber Symbol und auch Machtdemonstration des momentan herrschenden Zeitgeistes ist, scheint es Frau Faeser, und seien wir ehrlich, auch dem politmedialen Komplex komplett egal zu sein, mit wem man dort marschiert. Auch wenn diese Leute dazu aufrufen, sich in Banden zu organisieren und selbstjustizübend die Polizei zu attackieren und das dann sogar noch machen. Die Reaktion der Polizei ist, sich also feige zurückzuziehen und eben nicht ihren Job zu machen. Sobald die politische Vereinigung
Bewegung hinter der Tat auf der richtigen Seite steht, möchte man fast meinen, und die allgemeine Veranstaltung sehr genehm ist im heutigen Zeitgeist, ist man bereit, sich feige zurückzuziehen und nicht das zu machen, wofür man eigentlich als neutrale Behörde zuständig ist, Straftaten zu ahnden und Straftäter festzunehmen. Wir leben in einer verrückten Welt, meine lieben Freunde, in der man immer mehr merkt, woran man ist. Und ich meine, das ist durchaus eine positive Sache. Für das Image der Polizei ist das nicht gut, für das Image von Frau Faeser sicherlich auch nicht. Wobei wir ehrlich sein müssen, brauchen wir, nachdem Frau Faeser einen Gastbeitrag in dem Antifa-Magazin geschrieben hat, noch einen weiteren Beleg dafür, dass diese Frau offensichtlich nicht die größten Probleme damit hat, dass solche Leute dann auch im selben Demonstrationszug mitmarschieren wie sie? Ich denke, nein. Die Doppelmoral macht auch klar, dass es Frau Faeser damals nur als Argument hervorgeholt hat, man müsste da schauen, mit wem man auf die Straße geht. Es diente lediglich der Delegitimierung der Proteste, weil die halt regierungskritisch waren. Aber es ist vollkommen egal, wer mitmarschiert, wenn diese Leute für die Belange der Regierung auf die Straße gehen. In diesem Sinne, offene Doppelmoral unserer Innenministerin offen auszusprechen und zu kritisieren, schadet nie. Genauso wie übrigens eine Kanalmitgliedschaft und ein Abo dazulassen, wenn ihr wollt. Und f*** PC.